Warum sieht mein Muster mit dem Cracking Liquid immer anders aus? Diese Frage möchte ich euch mit diesem Video beantworten. Für die optimale Haftung sorgt unser Fiber Base Coat, der auch bei weichen und brüchigen Nägeln nicht nur als Haftschicht, sondern auch für die Nagelverstärkung sehr zu empfehlen ist. Mit dem Aufbaugel Easy Build Up Skin, einem unserer wunderschön getönten Aufbaugele, die übrigens ebenfalls einen Fiberglasanteil haben, und mit dem Katzenzungenpinsel ziehe ich in Windeseile eine Nagelmodellage durch. Auf was man genau während der Arbeit mit den Easy Build Up Gelen achten muss, habe ich in den früheren Videos viel erklärt. Könnt ihr gern jederzeit auf YouTube abrufen, wenn ihr Fragen dazu habt. Da das Gel selbstglättend ist und mitarbeitet, bleibt mir die Feilarbeit erspart. Für den nächsten Schritt mattiere ich den Nagel nur an und entferne gründlich den Staub. Und jetzt seht ihr zwei Nägel, die ich identisch vorbereitet habe. Einen davon grundiere ich aber jetzt mit dem Cracking Liquid Base Coat und den anderen mit dem French Gel Snow White. Eins davon braucht man nämlich unbedingt als Basis für den darauf kommenden Liquid. Den Cracking Liquid in Schwarz trage ich direkt auf die Schwitzschicht auf, denn die ist besonders wichtig, damit der Cracking-Effekt funktioniert. Sofort fängt der Liquid an zu platzen und jetzt sieht man, wie unterschiedlich ein und dasselbe Material, das auf eine absolut identische Weise verarbeitet wird, sich auf den unterschiedlichen Grundierungen entwickelt. Das Ergebnis zwei unterschiedliche, aber beide extrem coole Muster. Vergesst bitte nicht, den Fläschchenhals nach der Nutzung zu putzen und das Fläschchen gut zu verschließen, wenn ihr an diesem Produkt lange Spaß haben wollt. Und wenn wir schon beim Vergleichen sind, zeige ich euch, wie der Cracking Liquid einmal matt und einmal glänzend versiegelt aussieht. Und hier sind beide Endergebnisse nach der Lampe. Ein Produkt, zwei verschiedene Muster. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, welches ist nun euer Favorit, grob oder fein. Ich bin sehr auf eure Meinungen gespannt.